Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Formel 1. Direkt im Anschluss an die letzte, wo es mich rausgehauen hat und ich bin immer noch angepisst. Ja, merkt man gar Deswegen wird Sainz jetzt dran glauben müssen. nicht. Ja, passt schon. Ja, Reifen werden schon passen, so würde ich sagen. Reifen. Ricky ist ein bisschen angepisst jetzt gerade. Ja, natürlich. Ich bin so Voll gutes Rennen freiwillig. gefahren. Und da kommt so ein scheiß Steam-Lag, ey. Aber das Gute an für die Zuschauer war, die hatten halt dann von dem guten Fahrer die Ja, Sicht. die letzten fünf Die Minuten. hatten erst, die hatten als erstes von Ricky die Sicht, wie sie komplett rausdreht. Und später hatten sie eine Sicht, wie ich dann den anderen rausdrehe. Ja, und die haben auch die Sicht, wie ich einen Saints rausdrehe. Und zwar richtig geil. Im Rückwärtsgang What? sogar war das. Ich habe auch einen Sensor rausgedreht. Nice. Wann da Alex, gestartet? wir beide gegen Saints, oder? Hallo? Ja, wir. Hallo? Was? Warum fährt er? Der hat vor mir abgebremst gerade. Das Sirotkin. Ja. Ja, das war gerade irgendwie ganz komisch. Wieso kommt bei mir rechts um, wenn Sebi was sagt? Voice-Chat. Weil er ein Voice-Chat Weil anhat. ich, Oder was ist das genau. für eine Scheißstrecke, ey? Boah, Alter, bra. was sind das für Kurven hier schon wieder am Anfang? Bra. Ein bisschen Platz hier wieder aufbauen. Vor allem die Kurve am Anfang, das wird doch bestimmt nicht komisch dann, wenn die erste Kurve kommt nach dem Start, oder? Nee, das wird Ka Die ist Katastrophe. extrem langsam, die Kurve. Nee, ich gehe da mit voll Tempo durch. Weißt du, wie der Ricky denkt so, ich kann da rüberspringen und dann kürzt das ein bisschen ab. Genau. Mario Kart. Nee, ich denke mir da Rammgeschwindigkeit und dann geht. Solange Science vor dir ist. Maps-Geschwindigkeit. Alter, Science wird. Science, ich fick den so weg. Also, Ist vor der allen unten schon wieder? anderen habe ich Respekt, aber Science ist ab sofort mein Rivale, ey. Gibt's du direkte Rivalen bei Formel 1 auch? Also jetzt nicht In so, der dass es sagen, die sind. Karriere. Nee, 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 Oder ich was? meine jetzt im echten Moment. Ja, Wir schauen. natürlich. Ja, nee, Normal. es gibt ja, wenn du sagst, Rivalen sind es meistens die, die Punkte relativ nah beieinander sind. Oder halt auch Weltrangpunkte, keine Ahnung, wie das bei denen ist. Ja. Gleich sind. Aber so, dass sie sich komplett hassen einfach nur, so wie Rick hier ihn jetzt. Keine Ahnung. Das musst du die Piloten selber fragen. Ich glaube, dafür sind sie aber zu professionell. Sei einem ins Auto scheißen oder so. Wenn ich Also könnte, würde jetzt ich das machen müssen. bei Science. So steigt so hier Y drücken, aus dem Auto aussteigen, Wow. rübergehen und einfach reinkacken in das Auto. So, während der in der Box steht, so einmal hingehen und einmal einen richtig schönen Braun da reinsetzen. Ja. Ich weiß nicht Boah, mal, wie ich das die Kurve hier am wackelt Anfang so. fahren soll. Ja, die ist eigentlich ganz angenehm zu fahren. Die sind Gibt's ja eigentlich dann alle durch den ganz Gas oder angenehm. immer nur so ein bisschen Nee, Tipp-Tapp? ich mach so Tipp-Tipp. Ja, ich auch. Je nach Kurve halt. Nee, bei der jetzt halt. Ich Bei den weiß anderen nicht, in Kurven, da gehe ich welcher. teilweise gar kein Gas und komme richtig schön rum. Aber jetzt bei bei der S-Kurve da, und zwar extreme S-Kurve. Da tippe ich immer nur so ein bisschen. Boah, die Strecke haben sie aber auch nicht gerade teeren können, oder? Nee. Huh! Da habe ich die Kurve mal komplett rausgenommen. Sirotkin gibt Gas. Der bremst mich wieder voll aus. Sehe ich jetzt vorbei. Okay, da sind zwei Kurven relativ nah aneinander, die hasse ich. Sebi hat mal wieder die schnellste Runde. Ich kapiere gar nicht, wieso. Gott. Ja, Rick, ich musste deinen Teamkollegen schon überholen, deswegen, wenn der so langsam fährt. Bin Neunter mit meiner Fahrzeit jetzt. Ich bin mit meiner Fahrzeit
Zweiter und bin 4 Sekunden langsamer als Sebi. Meine Güte, Hartley. Alter, Magnussen bremst mich auch gerade wieder mal so aus. Whoops. Whoops. Ich habe da irgendeinen gelben hinter mir. Ist Sainz? Gelb ist Sainz, ist gelb, ja. Sainz ist aber gelb, ich weiß, ja. Entweder Sainz oder sein Teammate. Nee, Hülkenberg ist vor mir. Da steht hier Magnussen. Wer hat, Vicky, hast du die vorhin gesagt, irgendwas mit Magnussen? Und steht neben der Strecke und hat irgendwas verloren. Aha, Auftragskiller. Nicht nur Magnussen, sondern auch Sirotkin. Das heißt, ja, okay, jetzt kommt der nächste gelbe Abschnitt. Wo ist der? Hast du den in der engen Kurve da rausgegangen? In die Box rein. Wenn du von der langen Geraden diese Hanelkurve zurückfährst, ganz gerade. Ja, super, ich muss jetzt die Runde nochmal fahren. Weil ich den Boxeneingang verpasst habe. Deine Rundenzeiten fallen zurück. Komm zur Reparatur an die Box. Box, Box. Ja, ich weiß, Jeff, ich muss in die Box, ich weiß. Was ist die Hanal-Kurve und dann einfach geradeaus durch, oder was? Ziemlich, ja. Das sieht man eher auf der Minimap. Die Frage ist, fährt vor mir Ricky? Nee. Fahren wir nach links? Ich bin nach rechts gefahren. Ich dachte, du bist nicht direkt vor mir. Ich habe nicht die Kurve auch nicht bekommen. Ach, das bist du. Hallo Alex. Aber nach links. Ach, da sind sie. Da seid ihr. Cool. Tuckert ihr nur noch herum, oder was? Ja. Das weiß ich. Achtung, hinter euch kommt dann gleich... ich bin halt noch langsamer als Alex, weil ich meinen Frontflügel eventuell verloren habe. Eventuell. Ach, den lass ich nicht vorbei. Den lass ich nicht vorbei, Kollege. Hallo? Hallo? Ach, das ist schön. Ich schau mal Kamera bei euch zu. Ich krieg dich, Alex. Ich krieg dich. Dieses Elend gerade. Not gegen Elend hier. Und die anderen überholen uns. Hamilton. Jawoll. Wer kommt denn da hinter mir? Wen schalte ich denn gleich aus? Hinter dir der Stroll. Williams. Ach, der ist nicht so. Der Stroll da vorbei. Komm, Stroll, fahr vorbei. Ja. Braver Stroll. Dann kommt jetzt hat noch ein Alfa Romeo jetzt hinter dir. Ja, der kann auch hinter mir bleiben. Ericsson, na, ja, der darf vorbei. Und der? Und Gasly darf auch vorbei. Ja, der einzige. Warte, welcher ist denn da gerade draußen? Da ist, ich sehe einen gelben. Der will genau. Mich doch einholen. Das ist sein. So, das ist. Sainz in der Inlap. Ich kann also leider nur 68 fahren, weil mein Tank leer ist. Well. Ich war 117. Sainz, zeig dich. Noch nicht. Ich Achtung, jetzt fahr damit. Jetzt kommt der Weiße. Nicht genau, und jetzt hat. Jetzt kommt der Weiße. Ja, gerade hast du raus. Ja, jetzt hat. Ups. Da jetzt gerade. Gerade. Eventuell habe ich einen Totalschaden. Da steht er, warte. Da rechts drin steht er. Ja. Da drüben steht er! Die so. Frage ist, habe ich Sainz auch noch Okay, mein Controller spielt wieder. Das liegt nicht am Kabel, sondern am Controller. I see. Gut. Ich habe Sainz nicht gekriegt. Ah, das ist belastend. Ja. So. Ah, wie sieht es denn zeitmäßig aus? Relativ schlecht. Du bist 17. Ja. Wie lang geht's denn Qualifying? Wie lang geht's denn noch?
Noch 8 Minuten 40. 8 Minuten 40. Du kannst sowieso nicht mehr fahren, Ricky. Nee, ich bin raus. Aber ich habe echt die letzte Runde, die ich zeitlich, da wo ich die Zeit gemacht habe, habe ich gemeint, ich bin gar nicht so schlecht gefahren. Ja, ich glaube, du solltest dennoch nachlegen. Ja, ich fahre auch nochmal, das ist keine Frage. Aber ich dachte eigentlich, dass ich die relativ gut gefahren habe. Ich weiß nicht, wo ich da die Fehler gemacht habe. Das ist das Problem. Das werden wir sehen. Das wird ja zuschauen. Du musst nur mal rausfahren. Du bist Zweiter, Ricky, was? Ja. Ja. Okay. Wie schon gesagt, du musst nur mal rausfahren. Ah. Fahr jetzt, schaut's mir zu, das ist ja behindert. Ja, so ist es. Ja, dann wir sind behindert. Dann können wir dich nämlich gleich auf deine Fehler hinweisen. Ja. Jetzt muss ich aber auch gerade sagen... Ich vertraue dir ja, Sebi. Ich weiß nicht, ob ich dem vertrauen sollte, der hier gleich mal den Ding rausgefahren hat. Da fahrt er jetzt. Da fahrt er. Hey Jungs! Da. Da sieht man jetzt wieder Alex die erste Kurve verkackt. Wieso? Nö, kriegst du eigentlich sogar ganz gut. Oh, da ist er übers Kies gekommen. Oh ja, oh ja. Wow, bisschen übers Kies. Ja, du musst auf deine Reifen schon aufpassen. Der fährt ganz schön gefährlich, wie so Kriminellei. Du musst halt auch ein bisschen risky shit fahren, Alter. Was denkst du, was ich gemacht habe? Deswegen bist du raus. Controller, hallo? Controller? Warum machst du das? You're not supposed to do that. Vielleicht weil es ein PlayStation-Kabel ist. Könnte sein. So, und die Kurve kriegt er auch gut. Die Kurve ist halt fies, die letzte. Aber man auch meinen könnte, man muss geradeaus weiterfahren. Ja, aber das ist auch komisch. Vor allem, du musst jetzt auch direkt aufpassen beim Boxenstopp, weil du ja nicht reinfahren kannst wie blöd, sondern du musst dann nur abbremsen und die Kurve fahren. Ja, du musst die Kurve fahren. Controller, hallo? Ich meine, dir wird ja angezeigt, wie du reinfahren musst, wenn du Jeff sagst, dass du einen Boxenstopp machen willst. Ja, aber das habe ich jetzt nicht gemacht, weil halt für mich standardmäßig die Box ist halt einfach meistens so am Startziel gerade da rechts reinfahren. Aber so, dass du einfach gerade also in der Kurve raus musst, das ist komisch. Freu dich auf Abu Dhabi. Das allerletzte Rennen bei der Ausfahrt. Ach, zum Glück musst du die nicht fahren. Abu Dhabi ist Cancer. Abu Dhabi, das ist doch das mit dem Tunnel, oder? Ja, allerdings, du fahrst ja... Nee, wie meinst du mit dem Tunnel? Es gab doch irgendeine Ausfahrt mit einem Tunnel. Ja, genau. Allerdings, das Praktische bei dem Modus ist, wir fahren ja den Tunnel nicht. Das macht ja die... KI für uns, genau. Zweiter. Sehr gut. Alter, der Controller regt mich mittlerweile richtig auf.
Der triggert, obwohl ich ihn nicht mal angesteckt habe. Was stimmt mit dir nicht? Wie lange geht's denn? Ah, hier 3:20, okay. Also ich fahre nur die Runde fertig. Oh, 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 oh. Ich möchte entweder ich schalte den aus oder ich fahre die Runde gut fertig. Das war's im Frontflügel. Also schalte ihn aus. Ah, noch was anderes. Ich weiß genau, wo. Jungs, ist in der Outlap. Ich weiß nicht, ob ich das sehen will. Wow! Alter Schwede. Aber er ist nicht tot. Er ist weitergefahren. Ja, das Problem hatte ich vorhin bei Sainz auch, ey. Der ist auch weitergefahren, ohne Schaden. Tja. Jawohl. Sebi, aber diese 4 Sekunden von Sebi, wie... Ja, das denke ich mir auch. Ist halt diese Perfektion dann auch noch. Perfektion. Komm, okay, wem schaue ich da gerade zu? Ricciardo. Mein Teammate, mach seins alle. Was muss ich machen? Ricciardo ist Vierter geworden. Nichts mehr. Sehr gut. Also sind wir drei, die ersten drei? Das kann sein, also es hat sich jetzt noch was verändert. Ich habe jetzt schon Angst bei der Kurve. Oh, die Kurve wird killen. Ich sehe mich jetzt in der Kurve schon rausfliegen. Ja, wir sind die ersten drei. Hä, was heißt das Zeichen da bei mir? Strafe. Das heißt? Du hast eine 5-Sekunden-Strafe, oder? Nee, 5-Positionen-Strafe. What? Das heißt, du bist 5 Positionen hinter der 3. Also auf Platz 8. Genau. Und damit kann ich mir auch noch zufrieden geben. Wieso? Weil ich da hab doch jetzt ziemlich das gleiche eigentlich gemacht. Eben. Weil mich das Spiel hasst, Alex. Deswegen. Ah ja, gut. Da bin ich zufrieden mit. So, jetzt geht das Rennen gleich los. Dann habe ich wieder so einen schwulen Steam-Disconnect und dann... So, ich weiß, wie ich die Bahn fahren muss. Ich werde rausfliegen, safe. Ricky, soll ich Sebi einfach so rausschießen, dann wenn wir beide raus sind und du hast freie Fahrt? Puh, Rennstarten. Rennstrategie. Okay. Jo, starte auf Platz 8. Oh Gott, hier hinten ist es katastrophal. Wie viele Boxenstopps macht ihr? Einen. Auch nur einen. Einer reicht auch. Oh fuck. Puh. Komm. Bleibt ihr hier auf dem Gas gleich drauf? Das weiß ich gar nicht. Nee. Und muss man es so machen wie bei Mario Kart? Ob zwei Dinge ja, haben so wir haben. Nicht so ganz. Du musst eigentlich den perfekten Punkt finden. Also du darfst nicht Vollgas geben, sondern einfach so eine gewisse Gas. Menge. Alter, dankeschön! Ricciardo! Dankeschön! Hallo! Alter, Donner! Okay, Safety Car. Was? Ich hab zugeschaut, wie der Ricciardo einfach reingefahren ist. Ricciardo hat den Teammate angestiftet, ich sag's dir. Was heißt denn bitte Safety Car eigentlich? Du musst den gewissen Abstand einhalten. Also ich darf auch nicht überholen. Nee. Wow, okay, jetzt bin ich raus. Oh. Ich bin raus! Und Bock mehr. Was passiert hier gerade? Moment, wieso? Darf ich jetzt nicht überholen, oder? Nein. Hast du zu spät gebremst, oder? Ja. Verdammte Kacke, ey. Ich werde rausfliegen, safe. Ricky, soll ich Sebi einfach so rausschießen, dann wenn wir beide raus sind und du hast freie Fahrt?
Puh, Rennstarten. Rennstrategie. Okay. Ich starte auf Platz 8. Oh Gott, hier hinten ist es katastrophal. Wie viele Bockenstopps macht ihr? Einen. Auch nur einen. Einer rechts auch. Oh fuck. Puh. Komm. Bleibt ihr hier auf dem Gas gleich drauf? Das weiß ich gar nicht. Nee. Und muss man es so machen wie bei Mario Kart? Ob zwei ja, Dinge noch so haben, wie bei so Mario Kart. Nicht so ganz. Du musst eigentlich den perfekten Punkt finden. Also du darfst nicht Vollgas geben, sondern einfach so eine gewisse Gasmenge. Alter, danke schön. Hallo! Danke hallo! Schön. Hallo! Okay. Safety Car. Was? Ich hab zugeschaut, wie der Ricciardo einfach reingefahren ist. Ricciardo hat den Teammate angestiftet, ich sag's dir. Was heißt ein virtuelles Safety Car eigentlich? Du musst den gewissen Abstand einhalten. Also ich darf auch nicht überholen? Nee. Wow, okay, jetzt bin ich raus. Was? Ich bin raus. Kein Bock mehr. Was passiert hier gerade? Moment, wieso? Darf ich jetzt nicht überholen, oder? Nein. Hast du zu spät gebremst, oder? Ja. Verdammte Kacke, ey. Alter. Alter, Sebi hat gerade bei mir plus eine Billiarde Sekunde. Okay, Renngeschwindigkeit. Und ich bin Platz 17. Du kannst der Erste werden. Du kannst der Erste werden, Ricky. Du kannst der Erste werden, du hast die bessere Position dafür. Ich bin ganz hinten. Du kannst auch Erster werden, weil einfach. Es sind keine großen Abstände. Und Alex ist raus. Ich bin auch raus. Alter, was hast du? Ricciardo. Was hast du? Ricciardo war Alter. Mein Mate. Es kann doch nicht sein. Beide. Der hat mir einfach gerade meinen Heckflügel weggezogen. Ich war am Überholen. Ja, das. Was ein Arschloch. Sorry. Was war denn das jetzt? Was habe ich denn in der Kollision mit Eriksen verursacht? Einen Scheiß habe ich. Ricky, du hast deinen Teammate befohlen, uns auszuschalten. Du hast die zwei Führenden ausgeschalten. Okay, sagen wir so. Hülkenberg und Hartle sind auch schon raus. Ja, was seien's noch nicht? Weißt du? Ricky, den hätte auf den zu gehen müssen. Mann, Ricky! Das gibt's doch nicht! So, dann schauen wir mal. Telemetrie. Also, ich schau jetzt dem Ricciardo mal zu. Mann, es wäre so schön gewesen! Ihr seid wenigstens froh, dass am Anfang vom Rennen raus seid und nicht in den letzten zwei Runden. Ja, aber wir können jetzt nur zuschauen die ganze Zeit. Ja, richtig. Ja, richtig. Die Bahn, die hätte ich wahrscheinlich richtig schön zu Ende fahren können. Aber nein, ich beim Überholen zieht der mir den Heckflügel weg. Deine Scheiße. Ehrenmann. Null. Ich schau dir jetzt zu. Vor allem, ich hatte auch richtig schön... Die ersten vier haben einen richtig schönen Abstand gehabt zu den anderen. Dann dreht der Hurensohn mich raus. Ohne Witz. Das macht dich jetzt aggressiv. Ersten Sevi raushauen, das habe ich schon ein bisschen gefeiert eigentlich. Ja, aber dann mich, der was euch keine Gefahr darstellt. Mann. Sevi, es tut mir leid, aber wir beide, die Besten mussten einfach raus, hat es geheißen. Alles klar. Ricky? Ja. Ich glaube, ich schalte einfach dein Team beim nächsten, der einfach kommt. Einfach aus. Einfach ausschalten, ohne dass ich eine Runde fahre. Vor allem, er darf auch ohne Strafe weiterfahren, ne? Als hätte ich das irgendwie zu verantworten gehabt, das Ganze. Mal, kann ich nicht hier auf. Ah, da, Rennleitung. Also. Okay, also, Ricard hat für meine. Also für die erste Kollision mit mir keine Strafe erhalten. Hat er die zweite bei dir auch gemacht? Nee, oder? Nee, weil der war doch vor mir. Das zweite, das habe ich selber gemacht. Da war okay. Einfach zu langsam. Und bei meiner? Dann, warte, ich suche dich gerade.
Da habe ich den Totalschaden. Ja, auch nur Achtung. Hat dich nur leicht berührt. Was? Also du hast mir zugeschaut in dem Moment, oder? Warte, ja, habe ich. Du hast mir zugeschaut. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich beschissen überholt oder so? Das müsste ich mir jetzt genau in der Aufnahme anschauen. Ich bin noch nur rechts weg und dann auf einmal hat... Was? Mann, das stört mich jetzt schon, weil die Bahn, die Strecke finde ich schon ganz cool, bis auf die S-Kurve am Anfang. Was sie jetzt in die Box fahren, in Runde 3? Du sollst in die Box reinfahren. Nee, ich fahre jetzt garantiert nicht in die Box, in Runde 3. Musst du nicht, du musst nur schnell genug draußen fahren. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt in die Box fahren soll, das passt doch noch alles. Ja, das kommt drauf an, wie viele Runden. Hä? Wie viel? Achso, es sind 4 Runden. Ich bin gerade in Runde 4. Es geht. Ich fahre nächste Runde. Hätte ich auch gemacht, erst nächste Runde. Positionsänderung. Sebi 17 Plätze zurück, ich 15. Kann es sein, dass Hartley direkt am Anfang raus ist auch? Ja. Weil Hartley hat sich keine Position verändert. Das heißt, er war zum Start 19. Ja, und einer ist vor ihm rausgefallen. Und hat ihn dann einfach rausgehauen. Also der Erste, der... Oder was? Der Erste war raus, war dann der Hülkenberg. Der ist gar nicht aufgeführt. Oder? Nee. Also Hülkenberg ist gar nicht aufgeführt. Als wäre er nicht gestartet, so ungefähr. Ricky hat seinen Fokus schon auf die Nummer 10 da vorne, hat er sich schon fokussiert, glaube ich. Nee, dann ist Hartley ist mit Totalschaden rausgefallen. Das könnte von mir sein. Ja, also ich glaube, ich habe Hartley abgeschossen. Das war ich. Dann. Ricky ist relativ weit innen. Und Ericsson hat mich dann. Oh, da hat er natürlich, da hat er schon einiges. Das sind Teile auf der Bahn. Da habe ich gerade. Ha, Saints! Verpiss dich! Oh Gott. Pass auf, dass du nicht dich selber drehst. Hab ich kurz mal... Boah, da wär's fast mit dem Reihen... ist angefahren worden hinten. War da wer? Nee, passt alles. Was Teamkollege in der Boxenkassette ist schlecht. Ja, das ist... Ja. Ja, der hat's auch verdient! Jetzt stehst du. So. Das hat dich jetzt da gekostet. Ja, Sackgesicht. Ja, eben. Er ist gegen uns alle. Das war unser letzter Boxenstopp. Kannst du sie durchfahren, oder? Ja, das ist. Hallo, Controller? Hallo? Okay. Controller? Excuse me? Jetzt steht das Spiel komplett bei mir. Hallo? Okay, alles klar. Das Spiel ist einfach abgestürzt. Oh Gott! Das ist doch zum Heulen, ey. Hallo, Controller? Alter! Ich glaube, wir nennen das Format nicht Formel 1, sondern wir nennen das Format, schaffen wir es, ein Rennen zu Ende zu fahren. Nein! Ja. Naja, weil wer schafft am meisten Rennen zu Ende zu fahren? Moment, willst du mich verarschen? Was? Was denn? Wer ist der? Wer ist der? Ich muss die Platzierung sehen. Ja, Vettel und die beiden Haas. Gojo und Magnussen.
Ja, stimmt. Einfach ein fetter Blackscreen, ey. So geil. Wir sehen dich aus der Box rausfahren, aber wir so, hallo Controller, dann switchst du zu dir und dann fährst du Richtung Wand. Das fuckt mich jetzt schon extrem an, gell? Ach, schon wieder! Wegen einem technischen Fehler, Mann. So, warte. Rennleitung, Ereignisse, so. Gott im Himmel, Alter. Jetzt geht der Controller gar nicht mehr, oder wie? Hier DNF und dann hier, weil... Achtung. Ja, Achtung, genau. Ja, er hat nur eine Achtung, er hat keine Zeitschleife bekommen und es war eindeutig zu sehen, was da passiert ist. Mhm. Hallo, Controller. Weil... Kann ich euch jetzt wenigstens nach... Jetzt kann ich nachschauen, wenigstens das. Jetzt kann ich doch noch übernehmen, ey. So eine Scheiße. Ja, Verbindung zum Controller ist da, mach dich. Weil dann ist das schon das nächste? Ja, das ist, du bist rausgeflogen quasi. Also disqualifiziert oder was auch immer. Oder Totalschaden, ich weiß es nicht. Okay, also was ist jetzt der Plan? Wir haben jetzt haben das Rennen einfach. Sie und ich konnten sich. Wir sind in der ersten Runde rausgeflogen. Pass auf, kann man die Season jetzt noch bearbeiten? Ja, theoretisch schon. Ja, dann hängen wir einfach China hinten dran. Ich würde sagen, das wiederholen wir nochmal. Ja, oder wir packen China nochmal dazwischen. Oder nochmal dazwischen. Das heißt, aber die Folge. Nee, die Folge ist so, wie sie ist, ja, kommt auch raus. Ist ja, noch ja, ja, ist klar. Aber du wirst China nochmal dazwischen haben irgendwo. Ja. Ja, oder am Ende. Oder hinten dran, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, China muss nochmal ran. China muss auf jeden Fall nochmal gefahren werden, ja. Aber hier wird mir angezeigt, Runde, also hier Australien, Bahrain ist die Zielflagge, aber bei China jetzt nicht. Wir sind im Prinzip noch nicht komplett fertig. Wir haben noch nicht auch... Weiter, wir sind halt hier, warte mal, wenn ich jetzt nicht auf Weiter mache hier. Was passiert, achso, ihr seid noch weiter, okay. Nee, ich hab mir noch die Rennleitung angeschaut. Ah, Rennergebnis, I see. Jetzt müsste es drin sein. Dann schauen wir mal. Ich bin wieder auf Platz 18, war ja klar. Sebi, 50 Punkte. Ja. Wie hast du die gekriegt? Zweimal siegen. 25 also. Für einen Sieg. Schau, ja, jetzt hab ich einmal fucking Hartley wieder überholt. Ja. Wo ist dieser Ricciardo? Das ist ein Wichser. Ja, richtiger Spasti. Warum wolltest du auch mit dem im Team sein? Ja, ist so. Nur weil er so heißt wie du. Ja. Oh, ist das belastend. Ach, dieser Scheiß-Controller. Ich schmeiß den gleich gegen die Wand, ey, ehrlich. Ja, aber jetzt ist das Spiel abgeschmiert und nicht Ding. Ja, zuerst hat es den Controller abgeschmiert und dann ist das Spiel abgeschmiert. Ja, dann hau halt China nochmal irgendwie entweder komplett hinten dran oder Das muss der Host machen, ich bin nicht mehr der Host. Ja, achso, Sibi. Wie lange haben wir jetzt die Aufnahme? Jetzt sind wir gerade bei 31 Minuten. Ja. Ja, dann lass dann. Ja, das passt eh. Oder? Ja, das war für die katastrophale Folge mal wieder. Also es war schon lustig, aber es war halt auch nervig, ne? Weißt du, die Folge, die kann ich so ungeschnitten ins Best of reintun. Ja, weil, okay, bis auf Ding, Qualifying muss nicht sein. Aber dieses... Das ist doch das Ende vom Qualifying muss sein. Okay, ah, ja. möglich. Mann. Mann, aber hast du geschaut, wie kannst du es hier noch nochmal reinhauen? Ja, hab ich. Echt, wo denn? Ganz am Ende. Achso, das habe ich noch nicht. Streckenlisten. Nee, steht bei mir doch, auch nicht. Doch, geh bei Streckenlisten nochmal links und dann rechts nochmal Streckenlisten, dann ist China wieder da. Strecke auswählen, dann müsste. Ah, China, okay, passt. Also, das müsste mal. Okay. Dann war's das für die Folge. Ja, genau, das war's. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.